Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Transporter im Anflug erfasst. Mars Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich um Empfang melden. Willkommen in Mars City, der wichtigsten Forschungsstätte von Union Aerospace. Gehen Sie für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Auf dem Mars, Marine. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Es dauert nur eine Sekunde. Okay, ich fange dann mal an. Du musst stillhalten. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Im Namen der UAC willkommen in Mars City. Diese Anlage dient als Knotenpunkt für alle wissenschaftlichen Forschungen, archäologischen Studien und Militär. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung. Erstes Ziel der UAC sind die Sicherheit und das Wohlergehen aller... Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal. Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist ein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Forschungen unterstützen, die das Leben jedes Einzelnen hier und im ganzen Sonnensystem verändern werden. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an den Kassel. Mars City ist eine rauchfreie Einrichtung. Bitte rauchen Sie nur in den gekennzeichneten Bereichen. Danke für Ihr Verständnis.
Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swarm. Bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Gehen wir. Entschuldige. Audiolog des Wartungstechnikers Adam Bernesch, 10. November 2145. Ich habe die Anschlüsse an den Hitzeschilden heute Morgen problemlos reparieren können. Allerdings habe ich da unten etwas ziemlich Seltsames erlebt. Kurz nach dem Einstellen der Anschlüsse hörte ich ganz deutlich ein Flüstern. Ich ging den Geräuschen nach, fand aber nichts. Ich sah in den Arbeitsprotokollen nach, aber außer mir war heute niemand unten eingeteilt. Er ist wohl ausgeschleppt. Das, neben dem, was ich von den Leuten im Delta-Labor höre, hat mich richtig fertig gemacht. Ich bin sehr ungern im unterirdischen Wartungsbereich. Die Leute dort sind irgendwie komisch. Dieses Gemurmel, die Aussehen. Der Bereich ist einfach unheimlich. Ich bin ständig darauf gefasst, dass sich plötzlich jemand auf mich stürzt. Ich habe meine Werkzeuge und den kaputten Modulator in den Lagerschrank neben dem Wartungsraum. Keine Freigabe, geh weiter. Die Techniker können mit dem Schrankcode 396 darauf zugreifen. Lockende. Was ist da drüben los? Weiß nicht, Mann. Ich repariere bloß die Transformatoren, wenn sie hochgehen. Mehr nicht. Schön. Aber was überlastet sie so? Verdammt, wie viel Energie brauchen die denn? Ich würde lieber nicht fragen. Als Travis anfing rumzuschnüffeln, wurde er ganz schnell versetzt. Hab ihn nicht mal gehen sehen. Tja, keiner hat ihn gehen sehen. Gerade war er noch da, dann war er weg. Der Glückspilz. Bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4. Du musst dich sofort bei Sergeant Kelly melden. Er ist in der Kommandozentrale. Hier ist die Leitung des Delta-Wissenschaftsteams. Wir fordern ein weiteres Sicherheitsteam für Delta an. Ja, Sir. Danke. Das hat ja gedauert, Marine. Nun, es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Zieh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City.
Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Dir folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt. Der UAC liegt die Lebensqualität ihrer Mitarbeiter am Herzen. Nutzen Sie unser hochwertiges medizinisches Angebot. Willkommen im Verlies, Marine. Dem langweiligsten Ort auf dem Mars. Schnapp dir eine Rüstung und sichere deine Waffe. Dann geht's durch die Sicherheitsschleuse. Okay, nimm dein Zeug. Jetzt bist du einsatzbereit. Testen wir kurz den Funk. Mars-Sicherheit, Funktest. Super. Gutes Signal. Du bist für die stillgelegte Kommunikationsanlage eingeteilt. Nimm den Hauptkorridor durch die unterirdische Verzweigung, dann geradeaus. Du wirst kurz draußen sein und kannst dir die Marsoberfläche ganz aus der Nähe ansehen. Okay, du bist bereit. Ach ja, da unten arbeiten Zivilisten. Halt dich zurück und fang nicht an, rumzuschießen. Lange keine neuen mehr gesehen. Willkommen im Verlies, Kumpel. Viel Spaß. Hey, du suchst den Wissenschaftler, richtig? Ich bin nicht sicher, ob du ihn finden willst, aber egal. Das habe ich schon tausendmal gemacht. So schwer ist das nicht. Warum bringst du denn nicht mit deinem fetten Arsch hier runter und machst es selbst? Weil es mein Job ist, dass du es tust. Mach die Kupplung fertig, damit es weitergeht. Hi. Hier ist Grant Beston, der Aufseher über die Umweltdienste. Wir haben heute den 19. Oktober. Mir liegt eine alarmierende Anzahl von Meldungen über einige unerklärliche Vorkommnisse vor. Die Arbeit unter der Oberfläche und auf einem fremden Planeten ist immer gewöhnungsbedürftig. Darum hören wir öfter Meldungen über seltsame Vorkommnisse. Was mir Sorgen macht, ist die starke Häufung dieser Meldungen. Die Leute haben wirklich Angst. Die Gerüchte über Experimente im Delta-Komplex machen die Sache auch nicht besser. Auch die Stromschwankungen sind alles andere als beruhigend.
Das ständige Flackern der Lampen und die minutenlangen Stromausfälle machen alle hier unten nervös. Ich tue, was ich kann, um alle bei der Stange zu halten. Aber wir sind ständig knapp an Personal. Fast täglich meldet sich einer krank. Ich halte meine Vorgesetzten über die Lage auf dem Laufenden und werde die Meldung weiterreichen, so wie ich sie erhalte. Könnt ihr Wartungstypen denn keine der Maschinen am Laufen halten? Ja, Sir, aber das Wissenschaftsteam verlangt den Dingern eben viel ab. Lass die ausreden. Mach deinen Job und besorg dem Wissenschaftsteam, was es braucht. Ich tue mein Möglichstes, aber manche Vorfälle in den Systemen kann ich nicht erklären. Merkwürdig. Mach es einfach. Hier unten sind eh schon alle nervös wegen der seltsamen Dinge, die hier vor sich gehen. Hey, bist du auf dem Weg ins Kommunikationszentrum? Beeil dich besser. Diese Passage führt nicht bis ganz dorthin. Eine kurze Strecke führt draußen lang zur Luftschleuse. Dein erstes Mal. Keine Sorge, du hast genug Sauerstoff. Du musst dich beeilen. Durchsuch den Bereich und schwing deinen Arsch zurück nach Mars City. Ende. Ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht... Sie wissen nicht, was ich sah. Sie können das unmöglich verstehen. Der Teufel ist real. Ich baute seinen Käfig. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Wir können das Level nicht halten. Das geht viel. Gott, steh uns bei. Zum Hauptquartier und wartet auf Befehl. Alpha! Und du! Probleme in Ebene 1! Aus! Aus!
geschafft! Alle raus aus dem Versorgungskorridor! Los, los! Was ist das für Dinger? Sie sind überall! Seid ihr? Ich kann nicht mehr! Kommandozentrale, es gibt ein Problem mit Ihrem Angriff! Doppelführer, Lagebericht. Ende. Kommandozentrale, hier Team Bravo. Wir haben einen Toten und zwei Verwundete. Ende. Kommandozentrale, hier ist Feuerteam 4. Wir sitzen im Alpha-Labor fest. Kommandozentrale, hier Feuerteam 2. Hauptenergiesysteme in der Subebene sind ausgefallen. Nur Hilfsenergie und Lebenserhaltung warten. Befehlen Sie die Opfer. Hier herrscht Chaos. Kommandozentrale, wir versuchen den Bereich zu sichern. Meldet euch beim Marine Hauptquartier und wartet auf Befehle. Audiolog von Frank Delayou, technischer Leiter für die Stromerzeugung. 18. Oktober, 21:45. Der derzeitige Betriebszustand des Stromnetzes liegt 23% über dem Nennwert. Ich habe die Schicht für alle Mitarbeiter auf 12 Stunden am Tag verlängert, um den Bedarf zu decken. Die ständige und wachsende Last vom Delta-Komplex richtet ein Chaos an. Wenn wir diese Niveaus noch lange halten müssen, verlieren wir bald kritische Systeme. Ich bitte um die Genehmigung, Teile aus anderen Abteilungen einzuziehen, um unsere Ausrüstung instand halten zu können. Keine Ahnung, was da drüben in Delta los ist, aber ich tue hier, was ich kann. Die ständigen Anforderungen sind schlimm genug, aber die Gerüchte machen alles noch schlimmer. Wenn es nicht bald besser wird, ist hier bald der Teufel los.
Audiolog von Frank Delahue, technischer Leiter für die Stromerzeugung, 24. Oktober 2145. Die Hauptverarbeitung hat immer noch mit Reklamationen zu tun. Zwei weitere Ventilüberlastungen dieser Einheit allein in der vergangenen Woche. Diese Überlastung können die Ventile beschädigen, was zu sehr gefährlichen Feuerstößen führen kann, die empfindliche Ausrüstungsteile in der Nähe entzünden können. Bislang wurde erst eine Verletzung infolge des Ventilversagens gemeldet. Das ist in erster Linie der schnellen Reaktion des Technikerteams zu verdanken. Unser Verfahren, den Fehlercode 842 in das Betriebsterminal einzugeben, hat sich als richtig erwiesen. Und ich empfehle, dieses Verfahren so beizubehalten. Sie sind überall!